Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Vattenfall will Stromnetz an Berlin verkaufen. Müller schließt Lockdown nicht mehr aus. Und Hertha vor schwerem Auswärtsspiel in Leipzig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 23. Oktober. Der Energiekonzern Vattenfall will das Stromnetz Berlins an den Berliner Senat verkaufen. Das gab der Energiekonzern am Freitagmorgen bekannt. Seit Jahren befinden sich der schwedische Staatskonzern Vattenfall und Berlin in einem Rechtsstreit. Berlin möchte das Stromnetz wieder verstaatlichen und in eigenen Besitz bringen. Das ist eines der Ziele von Berlin immer gewesen unter der Überschrift Rekommunalisierung. Und es ermöglicht auch, dass man weitere Ziele, wie zum Beispiel Investitionen für den Klimaschutz, dann entschlossener verfolgen kann, als es anderweitig der Fall wäre. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller schließt angesichts der steigenden Corona-Zahlen einen zweiten Lockdown nicht mehr aus. Gegenüber dem ZDF-Heute-Journal warnt er vor den Folgen einer erneuten Beschränkung wie im Frühjahr, es gäbe aber nicht mehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Die Hoffnung, einen zweiten Lockdown noch verhindern zu können, gebe der SPD-Politiker allerdings nicht auf. Das Verwaltungsgericht hat die Sperrstunde für 14 weitere Restaurants und Bars in Berlin aufgehoben. Das teilte ein Anwalt der Kläger am Freitag gegenüber dem Tagesspiegel mit. Nach dem Gerichtsentscheid der letzten Woche gilt nun für insgesamt 25 Lokale die vom Senat erlassene Sperrstunde, die das Coronavirus eindämmen soll, nicht mehr. Für den Zeitraum von 23 bis 6 Uhr besteht aber auch für diese Lokale weiterhin ein Alkoholverkaufsverbot. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Katrin Lomscher, Berlins Ex-Bausenatorin. Das teilte ein Sprecher der Behörde mit. Lomscher wird der Steuerhinterziehung verdächtigt. Die Ex-Bausenatorin war Anfang August von ihren Ämtern zurückgetreten, als bekannt wurde, dass sie Einkünfte aus ihren Tätigkeiten in Gremien landeseigener Unternehmen wie dem IBB-Aufsichtsrat nicht bei den Steuerbehörden angegeben hatte. Die Berliner Senatskanzlei hat den Abbau der Trostfrauenstatue in Moabit ausdrücklich begrüßt. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt. Zuvor hatte die Senatskanzlei jegliche Beteiligung an der Entscheidung zum Abbau bestritten. Die sogenannte Friedensstatue erinnert an die vom japanischen Militär sexuell versklavten Mädchen und Frauen während des Asien-Pazifik-Krieges. Die Statue hatte in Japan für Irritationen gesorgt. Laut Berichten der TAZ habe die japanische Regierung in der Folge Druck auf die Senatskanzlei ausgeübt. Am Donnerstagmittag stellte CDU-Landeschef Kai Wegener den Aktionsplan seiner Partei gegen Clankriminalität vor. Zur Untermalung des PR-Termins hatte die Partei demonstrativ einen gelben Lamborghini mit aufgeklebten Einschusslöchern abschleppen lassen. Die Aktion sorgt nicht nur für Spott im Netz, sondern nun auch für polizeiliche Ermittlungen. Da auf dem Nummernschild des Mietwagens nur Bye-Bye stand, besteht möglicherweise der Tatbestand des Kennzeichenmissbrauchs. Die Berliner AfD muss ihren geplanten Parteitag am kommenden Sonntag erneut absagen. Der Festsaal in Kaulsdorf, in dem die Veranstaltung geplant war, hat keine Brandschutzabnahme bekommen. Es ist bereits das vierte Mal, dass der Parteitag verschoben werden muss, weil die Partei keine geeigneten Räume findet. In einem Fall wurde ein Vermieter, welcher der AfD Räume anbot, bedroht, woraufhin er den Vertrag kündigte. Die AfD will den Parteitag nun am 7. und 8. November nachholen. Ab dem morgigen Samstag gilt eine Maskenpflicht für Wochenmärkte, Warteschlangen und Shoppingmeilen sowie für 10 Einkaufsstraßen. Grundlage ist der Senatsbeschluss vom Dienstag. Zu den betroffenen Straßenzügen gehören neben der Karl-Marx-Straße unter anderem der Kudamm, die Friedrichstraße und die Bergmannstraße. Auf der Karl-Marx-Straße wurde bereits am Dienstag durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf die ab Samstag geltende Regel hingewiesen. Hertha BSC steht am Samstag mit RB Leipzig eine schwere Aufgabe im Auswärtsspiel bevor. Für Trainer Bruno Labbadia muss sein Team im Duell mit dem aktuellen Tabellenführer eine ähnlich starke Leistung wie gegen Bayern abliefern, um Zählbares mitzunehmen. Ich glaube, die brauchen mindestens so eine Leistung wie gegen FC Bayern, weil Leipzig das mittlerweile wirklich nochmal besser macht, sogar als in einem Jahr davor, würde ich sagen. Sehr variabel und wir werden da trotzdem mit sehr viel Enthusiasmus und auch mit der Überzeugung dahin fahren. Union Berlin trifft am Samstag im Heimspiel
auf die ebenfalls gut in die Saison gestarteten Breisgauer vom SC Freiburg. Für das Spiel in der Alten Försterei sind 4.500 Zuschauer zugelassen. Berlin verzeichnet 783 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Donnerstagabend hervor. In Berlin haben sich insgesamt 24.480 Personen erwiesenermaßen mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. 7.442 Menschen gelten als genesen, 245 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt weiter deutlich über 100. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 110,6 Menschen infiziert. Diese Corona-Ampel steht weiter auf Rot. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Freitagnacht bringt uns heute zunächst anhaltende Regenschauer. Jedoch wird es später wieder freundlicher. Wir erreichen Tiefsttemperaturen von 11 Grad. Samstagmorgen erwartet uns wechselhaftes, aber dennoch trockenes Wetter. Gelegentlich ist zudem die Sonne zu sehen bei Höchsttemperaturen von 16 Grad. Der Sonntag bringt freundliches Wetter mit viel Sonne, sowie hier und da einzelnen Schleierwolken bei Höchsttemperaturen von 19 Grad. Montag wird dann wechselhaft, mit einigen Wolken, aber dennoch nicht wenig Sonne am Himmel. Dienstag wird es dann trüb und die Temperaturen kühlen weiter ab. Das waren die TV Berlin Nachrichten für diese Woche. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis Montag.